Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Zoe und im heutigen Video zeige ich euch, was ich für Bücher im April gelesen habe, wie ich die fand, was für Bücher ich im April gelesen habe. Fangen wir erstmal mit den Statistiken an, weil ich die eigentlich immer ganz lustig finde. Ich habe diesen Monat tatsächlich geschafft, noch mehr Bücher zu lesen als im März. Aber was ich dazu noch erwähnen möchte, ich habe 22 Bücher gelesen im März, im April, was so um die 8267 Seiten war. Aber ich habe im März zwar nur 18 Bücher gelesen, aber die hatten insgesamt mehr Seiten. Also ich würde sagen, in Zukunft schaut vielleicht mehr auf die Anzahl von Seiten, die ihr lest pro Monat, als wirklich die Bücher an sich, weil bis dahin im März auf jeden Fall mehr war, als es dann letztendlich im April war. Aber gut, ich habe insgesamt, glaube ich, so 13 Audiobücher angehört. Den Rest habe ich so gelesen. Audiobücher sind wirklich im Moment meine Rettung. Das habe ich, glaube ich, im letzten Monat schon mal erwähnt. Aber ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren auf das, was ich mit so meinen Augen lese, seitdem ich Corona hatte. Und das funktioniert jetzt mit Audiobüchern sehr viel besser und man kann die auch jederzeit hören, also auch beim Autofahren und sonst irgendwas. Also zumindest ich kann es, wenn ihr es nicht könnt, dann don't do it, weil Autounfall und so ist nicht so gut. Gut, das ist jetzt aber mal beiseite gelassen. Ich habe, meine durchschnittliche Bewertung war diesen Monat sehr gut, ich hatte 3,48 Sterne. Ich hatte, glaube ich, im Januar oder Februar müsste es sogar noch besser gewesen sein, war, glaube ich, bei 3,5. Aber ich würde sagen, für die Anzahl von Büchern, die ich diesen letzten Monat gelesen habe, ist das, finde ich, in meiner Meinung nach immer noch das beste Ergebnis, weil ich beim anderen halt nicht so viel gelesen habe. Ich habe einen Stern, ich habe zwei Sterne, einen Haufen drei Sterne, ich glaube auch Stück, sechs, vier Sterne und vier, fünf Sterne, was sehr, sehr gut ist. Und jetzt legen wir gleich los. Ich erzähle euch gleich, was ich alles gelesen habe, weil sonst dauert es wieder zu lange. Mein Einstern, wo ich das Buch jetzt hingelegt, genau, war leider, Once Upon a Broken Heart von Stephanie Garber. Ich mochte das Buch gar nicht. Es tut mir so leid. Das Ding war nicht mal, dass das Buch wirklich schlecht war. Ich habe einfach mit der ganzen Story, konnte ich nichts anfangen. Wir folgen hier Evangeline, sie ist besonders, weil sie hat pinke Haare. Das ist ihre einzige Personalität, dass sie pinke Haare hat. Und sie ist verliebt in einen Kerl. Und der Kerl möchte aber ihre Stiefschwester heiraten. Und Evangeline hat so ein gebrochenes Herz darüber, dass sie zu einem Prince of Heart geht, um mit ihm ein Deal zu machen, dass er diese Hochzeit aufhält. Wie auch immer. Also wie auch immer er diese Hochzeit aufhalten möchte, er kann das tun. Und in der Minute, wo sie diesen Deal abgeschlossen hat, hat sie gemerkt, oh, sie hat einen riesengroßen Fehler gemacht. Hält die ganze Hochzeit, diese ganze Verhinderung auf. Und daraufhin nimmt halt die Geschichte ihren Lauf. Und mein Problem war hauptsächlich, dass Evangeline als Hauptcharakter immer und immer und immer wieder eine dämliche Entscheidung nach dem anderen getroffen hat. Und es hat mich irgendwann so sehr genervt, weil sie keine einzige Sekunde darüber nachgedacht hat, was für Folgen vielleicht ihre Entscheidung haben könnte, dass ich dem letztendlich den Einstein gegeben habe. Ich wollte es eigentlich abbrechen zu lesen, aber dann hatte ich nur noch, weiß ich nicht, so 50 Seiten vor mir. Und dass ich es dann doch beendet habe, ich hätte es einfach abbrechen sollen, als ich noch die Chance hatte. Also definitiv liegt das Fehler auf meiner Seite. Ich habe es auch schon aussortiert. Ich habe es nur aus diesem Stapel von Büchern, die ich aussortiert habe, wieder rausgezogen. Es kommt dann wieder auch drauf auf diesen Stapel. Gut, das war mein einziger Einstern. Kommen wir zu meinen zwei Sternen. Das erste Buch ist Ashington von Abby Glines. Das Buch habe ich als Rezensionsexemplar bekommen von NetGalley. Also danke schon mal hier an der Stelle. Wie man an meiner Bewertung schlicht sehen kann, beeinflusst das meine Meinung nicht, weil ich habe dem Buch zwei Sterne gegeben. Was war mein Problem wirklich mit der Geschichte? Ja, man verfolgt Miriam. Sie möchte gerne heiraten, weil sie auch ihre kleine Schwester versorgen muss. Also es erinnert sehr an Bridgerton, auch von dem Cover her. Abby Glines schreibt auch selber, dass das Buch inspiriert ist von Bridgerton. Ob man Bridgerton wirklich als Inspiration für seine eigenen Bücher nehmen sollte, ist eine andere Geschichte. Darüber reden wir auch noch in diesem Video.
Aber auf jeden Fall, wir haben versucht, ihr zu heiraten, um ihre kleine Schwester zu versorgen. Und dabei trifft sie halt auf Lord Ashington, Huge ist sein Name. Und die beiden haben eine gute Verbindung miteinander. Und Huge hat da auch eben seine Geheimnisse. Und auf jeden Fall taucht dann eben Nicholas auf, sein Bruder. Und der Nicholas möchte irgendwie Rache an Huge nehmen. Wieso und weshalb, warum, erfährt man nicht. Er möchte einfach Rache an ihn nehmen. Und er ist so mies dabei. Und man liest halt auch noch seine Perspektive. Und seine Perspektive hat... Da war ich dann lost. Als ich dann diese Sachen gelesen habe aus seiner Sichtweise. Und es war auch so schrecklich, weil er dann gesagt hat, boah, ich bin voll der gute Mann, ich kann jede Frau schaffen, dass sie in mir verfällt, und bestimmt ist Miriam jetzt voll geil auf mich und möchte mich am liebsten gleich küssen. Und dann liest man halt Miriams Perspektive 2 Sekunden später und sie ist halt so, ah, ich hasse diesen Kerl, das ist so ekelhaft. Und diese ganze Story nimmt dann so einen komischen Lauf an. Und als am Ende dann dieser große Plot-Twist herauskam, so das große Geheimnis, hat man keine Lösung für diesen Plot erfahren. Es hat einfach dann hier geendet. Also man hat den Plot erfahren, es war ein großer Schockmoment und es ging direkt in den Epilog über. 10 Jahre später. Und nee, einfach nee, 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 nee. Mochte ich nicht. Genau. Das zweite Buch, was ich 2 Sterne gegeben habe, an der Stelle tschüss weiter an meine nächsten Follower, die ich verlassen werde, wenn ich das jetzt sage, war It Happened One Summer von Tessa Bailey. Das ist ein TikTok-Buch, das total populär war. Ich habe das registriert und ehrlich gesagt habe ich mich gar nicht so drum gekümmert, um was es genau geht. Und das muss ich sagen, war natürlich mein Fehler. Hätte ich vorher gewusst, um was es geht, genau eine Geschichte, hätte ich es gar nicht erst angefangen zu lesen. Das heißt, es ist nicht Tessa Baileys Schuld, es ist nicht dem Buch seine Schuld. Ich hätte es prinzipiell einfach nicht lesen sollen. Aber man lernt aus seinen Fehlern. Also war ich schon mal besser als Evangeline aus Once Upon a Broken Heart. Aber okay, um was geht es in It Happened One Summer? In It Happened One Summer geht es um Piper. Sie ist reich, sie ist ein reiches It-Girl. Und sie macht halt ein bisschen Scheiße. Und ihr Stiefvater schickt sie dann in irgend so ein Dorf in Amerika, wo sie dann 3 Monate... ohne wirklich viel Geld leben soll und dann zurechtkommen soll. Halt nur mit diesem Minimum, was man halt eben hat, also normalbürgerlicher. Und Piper ist absolut unfähig für alles. Kann nicht kochen, kann sich gerade mal so anziehen wahrscheinlich alleine und sich fertig machen. Und das ist so eine Thematik, mit der ich überhaupt nicht, also mit der kann ich nichts anfangen. Ich finde diese Trope nervig, weil diese ganze Geschichte dann übergeht in so, dass da so eine unfähige junge Frau ist, die dann vom Mann gerettet werden muss, weil er ihr dann alles zeigt. Und ich vibe nicht mit einer Disney-Prinzessinnen-Thematik. Und das hat es mir definitiv gegeben. Ich fand auch Brandon als männlichen Liebesinteresse schrecklich, weil er halt das erste Mal, wo sie sich getroffen haben, hat er halt gleich Piper zu Verständnis gegeben, dass er nicht viel von ihr hält. Ich persönlich würde Piper wahrscheinlich auch nicht mögen, wenn ich sie persönlich kennenlernen würde. Aber ich würde es ihr nicht so direkt beim ersten Treffen sagen, so, du bist dumm, geh zurück, wo du hergekommen bist. Wie Brandon es getan hat. Und das mag ich nicht. Und außerdem hat dann Brandon auch solche Sachen geäußert wie, der ist Fischer. Und auf seinem Boot sind keine Frauen erlaubt, weil das ja Unglück bringt. Ich weiß nicht, ich glaube, man kann mittlerweile von diesem 18. Jahrhundert... Mythen zurücktreten und sagen einfach, dass es Bullshit ist. Aber okay, deswegen war ja auch diese ganze Liebesbeziehung zwischen den beiden, hat mich auch null gejuckt. Das war einfach so, das ging an mir vorbei. Aber ich wollte es dann lesen, war Hook, Line und Sinker. Der zweite Teil war dann ein Buchclub-Pick und ich hätte es auch abbrechen sollen. Es tut mir leid. Ne? Ich gebe mir diesen Monat mehr Mühe, Bücher abzubrechen, mit denen ich einfach auch nicht mehr, die ich nicht weiterlesen möchte. Auch die Sexszenen mochte ich nicht, die waren sehr unangenehm zu lesen. Zum einen, ich stehe nicht so drauf, wenn die volle Konversationen in den Sexszenen haben. Also ich mag das lieber, wenn es kurz angebunden ist. Zwar immer wieder nach Consent gefragt wird, so gefällt es dir, was ich gerade mache, kann ich irgendwas anderes machen. Aber nicht diese kompletten langen Konversationen und Sätze, so können die mal zum Punkt kommen. Mich würde es persönlich super nervig. Und außerdem, ich hoffe irgendwann, dass Autoren mal davon zurücktreten, über
Sexszenen zu schreiben in Krankenhäusern, weil ich das einfach nur ekelhaft finde. Ich arbeite selber in einem Krankenhaus. Sie werden zwar gereinigt, die Krankenhäuser, aber das ist noch keine... es macht es nicht besser, wenn man dann seine Genitalien an irgendwas schreibt, was mit Bakterien und Viren voll ist. Also, falls ihr mal im Krankenhaus seid, das Letzte, was ich tun würde, was ich empfehlen würde, ist Sex dort zu haben. Oder selbst wenn euch irgendwas auf den Boden fällt, hebt es auf und schmeißt es weg. Aber benutzt es nicht weiter oder desinfiziert es vorher. Wirklich, tut es. Tut es, wirklich. Dann gehen wir gleich weiter zu meinen drei Sternen. Wie schon gesagt, ich habe One Summer, wollte ich lesen. Ich habe dann Hook, Line & Sinker gelesen. Dem Buch habe ich dann letztendlich 3 Sterne gegeben. Da geht es um Hannah. Hannah ist die jüngere Schwester von Piper. Ich fand Hannah sehr viel angenehmer zu lesen, weil sie einfach, obwohl sie jünger war als Piper, nicht so unfähig war wie ihre große Schwester, sondern sie wusste, was sie tut, sie konnte sich selbst versorgen, sie hat einen Job, sie wollte Karriere machen oder macht Karriere, besser gesagt, also es hat jetzt nicht aufgehört. Und sie hat dann diese Liebesbeziehung mit Fox. Fox ist der beste Freund von Brandon und die beiden, also Hannah und Fox, haben so eine Freundschaft miteinander gebildet im ersten Buch, die aber nicht weiter thematisiert worden ist im ersten Buch. Also man kann die beiden auch unabhängig voneinander lesen, habe ich erst dann halt im Nachhinein festgestellt. Ja gut, war mein Problem. Aber Fox ist halt dieser Womanizer, der hat mit vielen Frauen geschlafen. Und das ist eigentlich das hauptsächliche Problem dann in der Geschichte, was mich dann ziemlich genervt hat irgendwann gegen Ende hin, weil wenn ich jetzt persönlich das Daten anfangen würde und ich würde jemanden treffen, der mit vielen Frauen oder mit viele One-Night-Stands vorhatte, wäre ich jetzt, glaube ich, erstmal prinzipiell auch nicht so begeistert, aber ich würde das halt nicht als Problem sehen, was mich daran hindert, jemanden zu daten. Ich wäre mehr davon ab, ich würde mehr davon verhindert werden, wenn der Gegenüberliegende halt die ganze Zeit deswegen herumjammert, dass er ja diese Entscheidung in seinem Leben getroffen hat, weil du kannst es nicht ändern, es ist so passiert, es hat dich niemand dazu gezwungen, Sex zu haben, hoffentlich. Das ist eigentlich mein hauptsächliches Problem. Dann habe ich Birthday gelesen von Meredith Russo. Ich habe, es war von einem Readathon von Isabella, Throne of Pages, Patreon, Blumathon. Ich war im Team Forget Me Not. Unser Teambuch war Birthday von Meredith Russo. Und man verfolgt im Birthday, man folgt zwei Jugendliche. Morgan, die ist, sie ist eine Transfrau. Und Erik ist der beste Freund von Morgan. Und die beiden haben am selben Tag Geburtstag und die feiern auch immer am gleichen Tag Geburtstag. Also die feiern immer zusammen ihre Partys. Und man liest im Birthday immer nur ein Kapitel über den jeweiligen Geburtstag, was da halt eben passiert. Der 13., 14., 15., also bis halt dann zum 18. Lebensjahr. Und man liest halt immer nur über diesen Geburtstag. Was mich dann ein bisschen... Das war letztendlich das, was ich eben letztendlich nur 3 Sterne gegeben habe im Buch, weil mich das Gefühl hatte, dass man Details verloren gehen. Ich hätte gerne mal darüber gelesen, was die restlichen 364 Tage zwischen den beiden Geburtstagen passiert, weil viele Sachen angesprochen worden sind, die sehr heftig ins Detail reingehen. Also Content Warnings also werden sehr rausstehen, kommen noch mehr dazu, aber werden zum Beispiel also ein versuchter Selbstmord, Transfeindlichkeit, Homophobie, ein Elternteil stirbt, Suizidgedanken und Alkoholismus. Und das sind halt solche Sachen, die werden dir entgegengeworfen und werden dann halt nicht weiter diskutiert in dem Moment, sondern man sieht dann nur das Endresultat im nächsten Kapitel. Und ich hätte mir mehr gewünscht. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass man mehr diese Details eben lesen kann. Deswegen fiel das Buch dann ziemlich flach für mich. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es ein sehr interessantes Buch ist und ich kann es auf jeden Fall trotzdem weiterempfehlen zu lesen, wenn man eine gute Mental Health, also wenn man eine gute Grundbasis hat. Also wenn ihr gerade sehr anfällig seid für solche Sachen, würde ich das nicht empfehlen, weil wie schon gesagt, diese Trigger Warnings ziemlich präsent sind. Dann kommen wir mal zu noch hier den Büchern. Ich habe Rainbreaker gelesen. Ich habe 2 Editionen. Ich habe letztendlich keine von beiden wirklich gelesen. Ich habe das zum Audiobook gewechselt. Ich habe auch exakt bis hierhin mir Anmerkungen gemacht und dann
hier aufgegeben. Ich fand das Buch Prinz Valley nicht schlecht. Das Buch basiert auf Herr der Ringe und Guardians of the Galaxy. Man verfolgt darin mehrere Charakteren. Was ich auch ziemlich interessant war, dass man nicht nur den guten Charakteren verfolgt, die das Gute wollen, sondern auch die Bösen liest. Also beide Seiten, die das retten wollen, die halt eben das Chaos verursachen wollen. Was halt ziemlich interessant war zu lesen. Ich habe auf jeden Fall, das Buch hat mir auf jeden Fall trotzdem sehr gut gefallen. Es hat mir nur irgendwas gefehlt. Also mir hat dann ein bisschen mehr, es war sehr viel Detail reingeschrieben, sehr viel Worldbuilding. Was jetzt nicht prinzipiell schlecht ist, ich hoffe einfach, dass im Blade Breaker, im zweiten Teil dann, dass die ganze Storyline an sich ein bisschen an Fahrt aufnimmt. Ich freue mich, ich würde auf jeden Fall trotzdem das weiterlesen. Ich habe auch schon Blade Breaker vorbestellt, auch sogar die signierte Edition, hoffentlich. Also wenn ich mich richtig erinnere, müsste ich die signierte Edition vorbestellt haben. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn die rauskommt, im Juni. Ein Tag vor meinem Geburtstag. Das ist mein Geburtstagsgeschenk an mich selber. Eines von vielen, die ich mir machen werde. Aber okay. Ja, kann ich auf jeden Fall trotzdem empfehlen, wenn man halt mehr auf so Geschichten steht, die halt viel Worldbuilding haben, wo das dauert, bis die Geschichte an Fahrt aufnimmt. Ich kann aber auch mehr dazu wahrscheinlich im Juli sagen, also Anfang August, wenn ich das Buch dann im Juli gelesen habe, wie das dann weitergeht. Also unter Vorbehalt würde ich jetzt diese Empfehlung aussprechen. Nächste 3 Sterne war Gods and Monsters Game of Souls im Deutschen. Ich habe nicht die Edition gelesen, tatsächlich, sondern ich habe ein Rezensionsexemplar bekommen von der deutschen Fassung als E-Book. Die habe ich dann letztendlich gelesen. Prinzipiell war ich überrascht davon. Wenn ihr meinem Kanal verfolgt, würdet ihr wissen, dass ich nicht der größte Fan von der Serpent and Dove Serie bin. Ich habe den Serpent and Dove, also den ersten Buch, Game of Gold, ist glaube ich auf Deutsch, heißt es auf Deutsch, habe ich 3 Sterne gegeben. Game of Plot habe ich dann 2 Sterne gegeben. Ich weiß nicht, ich bin da mit einer ziemlich geringen Erwartung an die Geschichte reingegangen. Und ich war positiv überrascht vom Anfang. Muss ich echt sagen, ich war wirklich überrascht. Ich mochte die Storyline von Lou sehr gerne, auch wie sie es dann gelöst haben, dieses Problem. Weil ich fand, da war einfach noch ein bisschen mehr Erklärung vom magischen System drin, als man es in den vorherigen Geschichten erfahren hat, in den vorherigen Büchern erfahren hat. Das war ein großer Pluspunkt für die Geschichte. Was es aber letztlich dazu geführt hat, dass ich eine nur 3 Sterne gegeben habe, war dann Reeds Storyline in der Geschichte, weil ich die persönlich als unnötig empfand und es hätte nichts am Ende der Geschichte geändert, hätte man dieses Detail nicht reingeschrieben, außer dass das Buch wahrscheinlich 200 bis 300 Seiten kürzer gewesen wäre. Was mich jetzt nicht gestört hätte. Ich fand es ziemlich unnötig, es hat mich genervt, deswegen habe ich dem letztendlich 3 Sterne gegeben. Ich gehe jetzt natürlich nicht in Detail, was genau passiert, weil das wäre nur ein Spoiler. Aber wenn ihr es lest, werdet ihr wissen, was ich meine. Genau, 3 Sterne, so wie das Ende für die ganze Trilogie. Persönlich kann ich die nicht weiterempfehlen. Ich finde nicht, dass es die beste Trilogie für Leser ist. Ich habe schon Besseres gelesen, auf jeden Fall. Genau, dann habe ich Gallant gelesen. Das ist das neue Wie Schwab Buch. Es ist das zweite Buch, was ich von ihr gelesen habe. Das erste war Addie LaRue. Da habe ich einen ganzen Vlog dazu gemacht, falls euch das interessiert. Prinzipiell kann ich mich nicht mehr an Gallant erinnern. Bin ich ganz ehrlich, ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich den Schreibstil eigentlich ganz gerne mochte und dass ich die Story schon irgendwie als gut empfunden habe. Aber was genau drin passiert ist, ist weg. Ich kann mich an alle Bücher von diesem ganzen Monat erinnern. Alle. Bis auf das. Weiß nicht, was passiert ist. Deswegen kann ich jetzt auch nicht viel dazu sagen, weil ich einfach auch nichts mehr weiß. Außer, dass ich wahrscheinlich irgendeine Bewertung ändern werde. Entweder von Gallant oder von The Invisible Life of Addie LaRue. Weil die beiden können nicht die gleiche Bewertung haben. Weil Addie war auf jeden Fall besser als Gallant, in meiner Meinung nach. Aber es war jetzt auch nicht schlecht. Ich kann mich bloß nicht erinnern. Das ist mies. Die letzten 3 Sterne, die ich hatte, waren jeweils ein Pritchard-Buch. Kurzer Disclaimer am Anfang. Ich habe bis auch für das dritte Band, also wie verführt man einen Lord, für die restlichen von 4 bis 8 habe ich Rezensionsexemplare erhalten. Deswegen war das der Grund, warum ich die letztendlich gelesen habe. Ich habe unten meinen Goodreads-Account verlinkt.
Dort könnt ihr die detaillierte Review über jedes Bildschirmbuch finden. Weil ich kann nicht in großes Detail hier reingehen, was mich genau gestört hat und was ich genau gemocht hatte, weil das würde in den Rahmen sprengen. Dieses Video wird allein schon richtig lang sein, aber wenn ich noch über jedes einzelne Bridgerton-Buch reden würde, erstens kann ich nicht spoilerfrei darüber reden und es würde den Rahmen sprengen. Ich müsste dafür ein separates Video machen, weil ich habe viele Gedanken dazu, aber wenn euch das wirklich interessiert, was meine persönliche Meinung dazu ist, mein Goodreads-Account steht unten. Ich habe meine für eine detaillierte Review über jedes Bridgerton-Buch geschrieben, bis auf, glaube ich, für die ersten zwei. Ich habe auf jeden Fall das erste, habe ich auch eine geschrieben. Bin mir aber nicht mal sicher, ob ich für das zweite auch getan habe. Sowohl in Englisch als auch auf Deutsch. Die deutsche Review kommt zuerst, weil ich die auf Netgalley auch gepostet habe. Aber ja, also gehen wir jetzt mal zu den Büchern. Das erste Buch, was ich noch gelesen habe, was kein Rezensionsexemplar war, war Wie verführt man einen Lord? Das ist der dritte Band. Das ist Benedicts Geschichte. Benedikt ist der zweite Sohn, das zweite Kind von Violet Bridgerton und halt ihrem Mann Edmund hieß er, glaube ich. Kann man auch am alphabetischen, also wir haben hier Kinder ja noch der alphabetischen Reihenfolge. Anthony A. ist der erste, B. Benedict und dann geht es halt eben so weiter. Und Benedicts Geschichte war eine Cinderella-Retelling. Ich hatte viele Probleme in dem Buch, ehrlich gesagt. Mein Hauptproblem war, dass Benedict, glaube ich, nicht weiß, was Consent ist. Also, falls euch der Begriff Consent auch kein Begriff ist, das ist einfach die Zustimmung zu bestimmten Dingen. Das heißt, wenn ihr jemanden fragt, möchtest du mit mir ausgehen und der Nein sagt, dann heißt das auch Nein. Dieses Nein heißt Nein, muss nicht immer nur im extremsten Notfall sein, wenn es auch um Vergewaltigung oder sowas geht, sondern Nein heißt Nein kann auch schon bei solchen Sachen bedeuten, möchtest du mit mir ausgehen, die Person sagt Nein, dann heißt es auch einfach Nein, nein, die Person möchte nicht mit dir ausgehen. Und dann hat man diese Entscheidung auch zu akzeptieren. Und Benedikt hat es nicht. Benedikt hat immer und immer und immer und immer wieder nachgefragt, was an einem bestimmten Punkt schon einfach bei mir mich so genervt hat, dass meine Augen so weit nach hinten gerollt haben, dass ich kurz Angst hatte, dass meine Augen rausfallen. Und das hat mich einfach wahnsinnig gestört. Ich habe dann noch ein paar andere Sachen aufgelistet, die mich noch weiterhin gestört haben. Könnt ihr alles nachlesen. Aber ja, deswegen habe ich ihm letztendlich 3 Sterne gegeben. Dann das nächste Bridgerton-Buch. To Sir Philip with Love, beziehungsweise in Liebe ihre Eloise. Das war Eloise's Geschichte. Prinzipiell, ich mag Eloise als Charakter nicht so wahnsinnig gerne. Also ich bin jetzt nicht überragend von ihr überzeugt, wenn ich zu 100% ehrlich bin. Prinzipiell ist sie aber, war ihre Geschichte ganz okay. Sie war jetzt nicht sonderlich nervig wie in anderen Büchern. Was mich aber gestört hat, war mehr eine Geschichte zu Philipp. Das war die Liebesinteresse von Eloise. Der ist ein Egoist. Ich habe das auch detailliert in der Beschreibung in meiner Review geschrieben, was genau mich an diesem Mann gestört hat. Ich kann jetzt auch nicht mal sagen, was es hier ist, weil das würde einfach alles spoilern, was es zu diesem Buch gibt. Den ganzen Plot und sonst irgendwas. Deswegen lasse ich es einfach, außer dass ich diesen Kerl nicht aufstehen kann und Eloise es da natürlich besser verdient hat. Und das letzte Buch, was ich 3 Sterne gegeben habe, war dann Hyacinths Buch. Das war Mitternachtsdiamanten. Ihre Geschichte war einfach nur langweilig. Das war für mich von allen 8 Büchern, die existieren, war für mich Hyacinths Geschichte die langweiligste von allen, weswegen ich ihm letztendlich 3 Sterne gegeben habe. Das hat mich nur gejuckt, was ihre Geschichte zu sagen hatte. Sie war schon gut irgendwie. Ich mochte Geralt als Liebesinteresse, war jetzt auch nicht so schlecht. Aber insgesamt, wenn man sie mit allen anderen vergleicht, war ihre die schwächste Geschichte von allen. Das waren erstmal alle 3 Sterne. Dann gehen wir mal zu meinen 4 Sternen und damit wir weiter in den Bridgerton-Büchern sind und es einfach so ein kurzer Flow ist, gehen wir zu Penelopes bekanntes Geheimnis. Das ist der 4. Band, das ist Collins Geschichte mit Penelope. Wenn ihr Bridgerton die Serie angeschaut habt, werdet ihr wissen, was Penelopes bekanntes Geheimnis ist. Wenn ihr sie nicht gesehen habt, ihr werdet es definitiv in dem Buch dann erfahren. Ich wünschte, ich hätte es auf diese Art und Weise erfahren, weil es so lustig war. Auch das Audiobuch war übrigens sehr interessant dazu. Also wenn ihr das Buch lesen solltet, kann ich euch das Audiobuch-Variante dazu definitiv empfehlen. Eigentlich habe ich dem Buch nur 4 Sterne gegeben, weil es Penelopes Geschichte war.
Ich mag Penelope als Charakter sehr gerne. Der Rest ist alles ziemlich flach für mich gefallen. Ich mag Colin als hauptmännlichen Charakter gar nicht. Er hat für mich auch ein sehr hohes Potenzial, ein gewalttätiger Ehemann zu werden. Habe ich auch eine detaillierte Review darüber geschrieben, was mich genau in dem Buch gestört hat. Wie schon gesagt, schaut auf meinem Goodreads-Account nach. Das ist die beste Art und Weise, wirklich Reviews jetzt über diese Bücher zu erhalten von mir. Was ich definitiv auch erwähnen möchte, sind hier die Trigger-Warnings. Klar, sexueller Content, aber was auch hier ziemlich präsent war, war Body-Shaming, also Fettphobia und also halt das Mobbing, vor allem auch von Penelopes Aussehen, dass sie auch so dick sei. Es wurde dann auch mal erwähnt, wie viel ungefähr Penelope gewogen hat, weswegen sie als sehr dick beschrieben worden ist. Das waren über 120 Pfund. Ein bisschen über 120 Pfund wurde es exakt beschrieben. Wenn euch interessiert, wie viel ist 120 Pfund? 120 Pfund ist in Kilogramm 58 Kilogramm. Das heißt, wenn sie ein bisschen über 120 Pfund gewogen hat, man weiß nicht, wie viel das genau ist, aber auf jeden Fall ist es das Mobbing nicht wert, weil das definitiv nicht dick ist, das ist nicht fett und es macht sie nicht hässlich. Also nur zur Referenz. Man sieht mich jetzt nicht komplett, aber ich wiege definitiv sehr viel mehr als 120 Pfund. Ich wiege definitiv mehr als 58 Kilogramm. Ich werde jetzt nicht genau sagen, wie viel, aber locker 20 Kilo mehr als das, was hier erwähnt worden ist. Hat mich sauer aufgestoßen. Spätestens als ich dann gehört habe, wie viel sie gewogen hat ungefähr, war ich komplett lost für die Geschichte. Dann gehen wir noch zu dem anderen Buch, das ich 4 Sterne gegeben habe. Das war Bridgerton, der 8. Band. Das war Hochzeitsglocken für Lady Lucy. Das war Gregorys Geschichte. Das ist der jüngste Sohn, das vorletzte Kind der Bridgertons Kinder. Und ich mochte seine Geschichte soweit ganz gerne. Wobei ich die 4 Sterne eigentlich auch nur für den weiblichen Charakter gegeben habe, weil ich Lady Lucy sehr gut nachempfinden konnte, weil sie sich auch selber als immer die Vergessene beschrieben hat, wenn sie wurde immer vergessen von den anderen, sie war eher mal die Letzte, an die man gedacht hat. Und das habe ich so auf einem persönlichen Level nachempfinden können, das einfach nur noch seelisch wehgetan hat, ehrlich gesagt. Müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Gregory, er ist Charakter, ehrlich gesagt, fand ich jetzt auch nicht so berauschend. Ich würde aber trotzdem sagen, von allen Bridgerton Männern in der Geschichte zumindest, hat er die wenigste Scheiße fabriziert. Deswegen muss man ihn das mal lassen. Das Schlimmste, was er Lady Lucy angetan hat, war nicht das Schlimmste, was Lady Lucy im ganzen Buch erfahren hat. Sagen wir es mal so. Die anderen Bridgerton Männer haben da schon ein bisschen mehr dazu geleistet, dass es schlimm wurde in den Büchern. Sagen wir es so. Ich mochte aber auf jeden Fall den zweiten Epilog. Ich habe die Rezensionsexemplare, die ich bekommen habe, waren immer mit dem zweiten Epilog. Und hier mochte ich den... alle zweiten Epilogen sind übrigens absolute Trash. Kann ich nicht weiterempfehlen. Bis auf 2. Das wäre nämlich zum einen Hochzeitsglocken von Lady Lucy. Ich mochte da den zweiten Epilog ziemlich gerne. Da habe ich sogar geweint drin. Deswegen habe ich dem Buch letztendlich 4 Sterne gegeben. Kann ich da soweit empfehlen. Und zu dem anderen kommen wir gleich. Aber jetzt rede ich erst noch über die restlichen 4 Sterne. Einen 4 Sterne, den ich noch gegeben habe, war für Die 6 Kraniche von Elizabeth Lim. Das Buch habe ich auch als Rezensionsexemplar bekommen. Das war, bevor ich hier mein Taschenbuch erhalten habe, mit den auch mit den eingesprühten Seiten, die so gold schimmernd sind. Ich finde, Kamera sieht so ein bisschen aus wie Pisse. Aber okay. Auf jeden Fall, wenn ihr die Geschichte nicht kennt, da geht es um Prinzessin Shirori. Sie hat 6 Brüder. Genau, sie hat, glaube ich, 6 Brüder. 6 Kraniche, ja. Auf jeden Fall kann Prinzessin Shirori hat magische Kräfte, die versucht sie zu weit zu verstecken. Und an einem Tag an ihrer arrangierten Hochzeit verliert sie die Kontrolle darüber und rennt weg. Daraufhin ist ihr Vater und ihre Stiefmutter so sauer auf sie. Und nachdem Prinzessin Shirori noch ein paar Sachen herausfindet, verbannt ihre Stiefmutter sie und hat einen
belegt Shiori und ihre Brüder mit einem Fluch. Shiori kann nicht mehr sprechen, weil wenn sie anfängt zu sprechen, stirbt einer ihrer Brüder. Und ihre Brüder verwandeln sich in Kraniche. Und Prinzessin Shiori ist jetzt eben auf der Suche zum einen nach ihrem Bruder und diesen Fluch wieder aufzuheben. Und man verfolgt ihre Geschichte. Prinzipiell mochte ich die Geschichte sehr gerne. Ich habe dem Buch, wie schon gesagt, letztendlich 4 Sterne gegeben, da ich auch einfach den Zusammenhalt zwischen ihr und ihren Brüdern sehr bewundert habe. Klar gab es da natürlich Streitereien auch, aber das ist halt, würde ich sagen, für Geschwister jetzt nichts Falsches, Streitereien zu haben. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, war, weswegen ich dann letztendlich nur 5 Sterne gegeben habe, dass ein bisschen Sexismus drin auch noch geschrieben war. Vor allem, was mir richtig sauer aufgestoßen hat, war, dass ja Shiori kochen musste, weil sie ja die Frau ist und Frauen kochen ja und sind immer in der Küche. Got it, den Joke, den schlechten. Ja, mochte ich nicht, deswegen habe ich ihm 1 Sterne Abzug gegeben. Wenn das jetzt nicht drin gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich auch ziemlich hohes Potenzial dazu gewesen, dass das Buch 5 Sterne für mich gewesen wäre. Ich will auf jeden Fall die Geschichte weiterlesen, weil das Ende ziemlich spannend war. Ein weiteres 4-Sterne-Buch war A Shadow Me Ember von Jennifer Armstrong. Da ist die Empfehlung für das Buch, das kommt bald auch auf Deutsch raus, wenn ich mich nicht täusche, dass man zuerst die vom Dutton Ash Bücher liest, dann die ersten 3, dann A Shadow Me Ember und dann The War of Two Queens. Jetzt, nachdem ich beides alles gelesen habe, also ich habe die ersten 3 Bücher habe ich ja schon letztes Jahr gelesen, jetzt habe ich dann das gelesen und ich habe diesen Monat im Mai schon The War of Two Queens gelesen, kann ich auf jeden Fall sagen, dass die es nicht unbedingt nötig ist, das jetzt vor The War of the Queens zu lesen. Es kommen einige Charaktere und Sachen werden schon erwähnt in The War of the Queens, aber es ist jetzt nicht so, dass man gar keine Details mehr erfährt. Also sie erklärt das dann nochmal in The War of the Queens. Deswegen würde ich jetzt sagen, prinzipiell, man muss es nicht zwangsläufig lesen. Wenn man es aber lesen möchte, würde ich auf jeden Fall empfehlen, es das nach erst im 3. Band zu lesen, weil es definitiv etwas spoilern wird, wenn man es vor The Crown of Gilliborns liest. Das ist die einzige Sache, die ich auf jeden Fall dazu sagen kann, aber man muss es nicht gelesen haben, bevor man The War of the Queens geht. Aber es ist schön zu wissen, ein paar Details, bevor man The War of the Queens liest. Sagen wir mal so. Prinzipiell fand ich die Geschichte ziemlich, ich würde nicht sagen, sie war gleich zu The von Blood and Ash, aber sie hat mich, da waren schon ziemlich viele Sachen drin, die mich sehr an von Blood and Ash erinnert haben. Auch hauptsächlich so mit Sarah, dass die auch die Auserwählte ist, die halt das Königreich retten soll. Die trägt auch eben diese Verschleierung und alles drum und dran, wie man es halt eben von Blood and Ash kennt. Ich mochte aber prinzipiell die Geschichte sehr gerne. Und ich freue mich auf jeden Fall auch, den 2. Band dann im Herbst zu lesen. Da kommen dann raus. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. So, mein vorletztes 4 Sterne war dann Percy Jackson im Band der Zyklopen. Das Buch mochte ich prinzipiell sehr gerne. Ich lese das jetzt zusammen Readalong mit Casey und Honani, die habe ich auch schon öfters erwähnt. Die hosten halt eben diesen Readalong und ich lese halt dementsprechend mit, weil ich die halt noch nie gelesen habe. Ich mochte im Band der Zyklopen mochte ich definitiv sehr viel lieber als den 1. Band. Hauptsächlich auch wegen Percy. Ich mochte seinen Charakter einfach gerne, diese sarkastische. Auch Annabelle dann als Charakter. Ich mochte einfach, wie die beiden miteinander umgegangen sind. Und Tyson war auch ein Charakter, der für mich sehr herausgestochen ist. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, ich bin mit einem der letzten, die Percy Jackson jemals gelesen hat. Und ich freue mich sehr auf die Disney-Serie. Die haben jetzt gerade vor ein paar Tagen die Schauspieler für verkündet, die Annabelle und Grover spielen sollen. Bin sehr begeistert. Ich freue mich richtig drauf. So, das letzte 5-Sterne-Buch war Darling Hearts von Nina Rowan. Das war auch ein Rezensionsexemplar, das sie zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und davon war ich sehr begeistert. Das mochte ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Man verfolgt in der Geschichte Lydia. Und Lydia ist eine Frau, die nicht heiraten möchte. Sie hat auch eine kleine Schwester, die sie versorgt. Und sie braucht, ist aber nicht auf die Heirat theoretisch von einem Mann direkt angewiesen, weil sie nämlich Mathematikerin ist, also sie veröffentlicht auch ihre Arbeiten. Und das im 18. Jahrhundert und sogar Männer fragen sie nach ihrer Meinung, ob die Mathematik, die mathematischen Sachen, die sie machen, richtig sind. Und sie gibt ihren Senf dann dazu. Also wir haben hier eine Frau im 18. Jahrhundert, die, oder im 19. Jahrhundert, die eine Karriere hat. Und sie trifft dann auf Alexander Hall, der ist der Viscount of Northwood.
Und die treffen aufeinander und er ist halt dieser grumpy, also dieser verruchte, dunkle, nicht Gentleman, aber er ist halt auch im sozialen Ansehen, ist er halt gefallen, weil seine Mutter und sein Vater haben sich scheiden lassen, weil sie, die Mutter nach Russland abgehauen ist mit irgendjemandem. Und deswegen, und Lydia und er haben eine sehr gute Verbindung miteinander, gleich von Anfang an. Und ich mochte deren Geschichte sehr gerne, wie die beiden auch miteinander umgegangen sind. Und wie sich deren Beziehung eben entwickelt hat, fand ich auch sehr gut beschrieben. Und was ich auch hier zum Beispiel mochte, was deswegen fand ich auch meiner Meinung nach, ist es einfach eine bessere Alternative zu Bridgerton, ist, dass Alexander Lydia nicht in ihrer Lebensweise eingeschränkt hat. Also er hat sie jederzeit unterstützt und das ist sehr gut. Ich kann das Buch auf jeden Fall weiterempfehlen für jeden, der historische Liebesromane mag. Vergesst Bridgerton, lest auf jeden Fall Darwin Hearts. So, zu guter Letzt sprechen wir jetzt noch über meine 5 Sterne. Wie schon gesagt, 4 Stück an der Zahl, was sehr gut ist. Das erste Buch, war, was ich 5 Sterne gegeben habe, war Prison Healer. Habe ich ja erwähnt in meinem TV, also in meinen Lesepläne für April, dass ich ja gerne die Bücher beenden würde, die ich ja schon im März angefangen habe. Habe ich auch, also Prison Healer habe ich, glaube ich, dann am 1. April vielleicht fertig gewesen. Oder spätestens am 2. Also hat ja auch nicht mehr viel gefehlt, so wie ich eigentlich schon verkündet habe, dass da nicht mehr viel drin fehlen wird. Auf jeden Fall mochte ich das sehr, sehr gerne. Ich war tatsächlich positiv überrascht davon. Ich meine, offensichtlich, ich habe ihm 5 Sterne gegeben. Es dauert tatsächlich einige Zeit, bis der Klappentext beschrieben worden ist, auch wirklich im Buch passiert. Also man ist schon zu gute, ich würde sagen, schon zu gut 30-40% in der Geschichte drin, bevor das tatsächlich dann ihren Lauf nimmt. Kiva als Hauptcharakter hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte auch das Setting im Gefängnis mal. Und auch diese Aufgaben, die gestellt worden sind an die Rebellenkönig, fand ich sehr, sehr gut. Das eins, was mir dann letztendlich halt eben dazu gesorgt hat, dass ich dem halt 5 Sterne gegeben habe, war halt eben die Plots am Ende. Die haben mir sehr gut gefallen und ich freue mich auf jeden Fall, die Geschichte weiterzulesen. Was ich hier auch wichtig finde zu erwähnen, die Triggerwarnungen für dieses Buch, und es wird auch wirklich erwähnt, sind zum einen Folter, Tod, Gewalt, Selbstverletzung, Vergewaltigung, zum einen auch Blut und so weiter. Also müsst ihr wissen, bevor ihr reingeht. Dann habe ich danach Woman Don't Owe You Pretty gelesen, beziehungsweise ich habe die auch ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen von NetGalley. Und zwar Frauen schuldig gar nichts, das ist die deutsche Fassung gewesen davon. Also nicht das, sondern das, was ich mir letztendlich angehört habe. Ich habe auch in meinem Vlog drüber geredet. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ich mochte es sehr, sehr gerne. Ich mochte, dass Florence Given über die Thematik Feminismus nicht in einem passiv-aggressiven Ton gesprochen hat, sondern, also ich meine, einen passiv-aggressiven Ton wird man eh mal in diesen Büchern haben, aber es war nicht so überwältigend wie in den anderen Büchern, die ich jetzt bis jetzt gelesen habe. Und ich fand das auch sehr gut, das habe ich auch in einem Vlog gesagt, dass ich mich halt eben so begeistert davon war, dass sie über die Probleme von Frauen geredet haben, die auch in ersten Weltländern leben. Und die meisten Bücher, die ich halt davor gelesen habe bis jetzt über Feminismus, waren halt mehr über die Thematik über dritte Weltländer. Was auch sehr wichtig ist, ich habe das im Vlog schon gemacht, ich werde es hier aber auch machen. Und zwar Empfehlungen für andere Bücher über Feminismus, werde ich auch unten verlinken, die ich gelesen habe. Bloß, da geht es halt mehr über Details, was in der Welt passiert allgemein. Und ich fand halt in Frauen schulden die gar nichts, fand ich das sehr gut auch mal über Thematiken zu lesen, die zum Beispiel uns hier, wenn ihr das Video schaut, wahrscheinlich eher euch treffen würden, als das, was andere Bücher thematisieren. Also da geht es auch viel darum, der soziale Druck, wie man sich anziehen muss, ob man sich rasieren muss, allgemein die Thematik, Dating, Kinder kriegen und so weiter und so fort. Es spricht auch Thematiken an, wie Vergewaltigung, sexuelle Belästigung und so weiter. Das wird aber jedes Mal beim Kapitelbeginn wird erwähnt, dass in diesem Kapitel diese Thematik erwähnt wird. Deswegen überrollt euch diese Thematik nicht. Es gibt aber auch einige Kapitel in dem Buch, die diese Thematik nicht beinhaltet. Es geht mehr zum Ende hinzu. Also wenn euch das stört und ihr nicht darüber lesen wollt, der Anfang fängt auf jeden Fall gut an.
Es ist dauerhaft gut, aber die Anfangsthematik ist nicht so heftig wie dann am Ende. Dann kommen wir zu guter Letzt zu dem letzten Bridgerton-Buch, den ich tatsächlich 5 Sterne gegeben habe. Und zwar war das da das 6. Band. Ein hinreißender, verruchter Gentleman. Das war Francescas Buch. Ehrlich gesagt habe ich vergessen, dass sie überhaupt existiert. In dem Buch. Bin ich jetzt mal zu 100% ehrlich. Was mich aber dann begeistert hat, war einfach allgemein ihre ganze Geschichte. Francesca hat einiges durchlebt in dem Buch. Sie war schon mal verheiratet. Ihr Mann ist dann verstorben. Plötzlich. Und ihr Mann hat einen Cousin, der halt eben, die beiden waren sehr eng miteinander und sowohl Francesca auch mit dem Cousin, und die haben dann eben, der Cousin war halt schon seit der Hochzeit von Francesca und ihrem Mann halt eben in Francesca verliebt, aber konnte natürlich nichts sagen, weil die anderen beiden schon miteinander verlobt waren. Und man verfolgt dann eben deren Geschichte nach dem Tod von dem Mann, wie beide zum einen mit der Trauer umgehen, dass zum einen der Mann verstorben ist, als auch der Cousin, der fast wie ein Bruder war. Und das war wirklich, mein Herz ist mehrmals in dem Buch zerbrochen. Ich habe viel geweint, wenn ich das Buch gelesen habe. Auch die Beschreibung dann von den Problemen, die beiden miteinander hatten, wieso die beiden dann kein Paar sein konnten oder wieso sie dachten, sie könnten kein Paar sein, war für diese Thematik und für die Problematik, die drin beschrieben worden ist, einfach sehr gepasst. Es hat funktioniert, ich habe das auch abgekauft. Und wo ich es dann letztendlich komplett verloren habe, war dann im zweiten Epilog. Wie ich schon vorhin gesagt habe, es gab nicht viele gute zweite Epiloge. Viele spoilern auch, was in den anderen Büchern passiert. Also die einzigen, die nicht spoilern übrigens, sind wirklich Gregorys zweites Kapitel und Francescas zweites Kapitel. Der Rest spoilert einfach alles knallhart, was in dem nächsten Buch passiert. Also wirklich plotweise spoilert das alles, was mich ziemlich angekotzt hat. Nur als kleine Vorwarnung für euch, es wird alles eiskalt spoilern, was existiert. Und da habe ich mehrmals geweint. Ich habe 30 Minuten, nachdem ich das Buch beendet habe, habe ich immer noch geweint. Nur wegen dem zweiten Epilog. Deswegen habe ich dann letztendlich 5 Sterne gegeben habe. Und das letzte Buch, was ich dann gelesen habe, war Nick und Charlie von Alice Oseman. Ich habe ja auch die Haarzauberei gelesen, die ich wahnsinnig gern mochte. Und Nick und Charlie ist eben eine Novella, die erschienen ist nach Solitaire. Und man verfolgt darin Nick und Charlie, die schon 2 Jahre miteinander in Beziehung sind. Und Nick hat seinen Abschluss gemacht und geht jetzt an die Universität. Und Charlie hat halt eben noch ein Jahr vor sich, weil er ein Jahr jünger ist. Und man verfolgt eben die beiden dann in diesem Wechsel zwischen Teenager-Sein zu ich werde erwachsen. Alice Oseman hat es geschafft, mir in 120 Seiten beziehungsweise in 1,5 Stunden langen Audiobuch mein Herz zu zerbrechen mehrmals und wieder zusammenzusetzen. Ich habe geweint, ich habe gelacht. Es war eine emotionale Achterbahnfahrt. Deswegen habe ich dem Buch letztendlich 5 Sterne gegeben und es war ein guter Abschluss für den Monat. Ich habe mit einem 5 Sterne in den Monat gestartet, ich habe mit einem 5 Sterne in den Monat beendet und es könnte ja nicht besser sein. Genau, das waren alle Bücher, die ich gelesen habe, alle 21 Stück. Ich würde sagen, prinzipiell war es ein guter Monat. Ich hätte ein paar Bücher nicht lesen müssen, ich hätte die auch abbrechen können und das wäre total okay gewesen. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe im Mai auch schon Sachen abgebrochen und mich nicht durchgequält. Gute Entscheidung, darüber rede ich natürlich auch dann in My Wrap-Up, aber dem gebe ich natürlich dann keine Bewertung, wenn ich das Buch abgebrochen habe. Ja, falls ihr auf dem Leseplan Mai wartet, wird nicht mehr kommen. Ich habe schon 6 Bücher von meiner TBR gelesen für Mai, also das wird dann mehr ein Wrap-Up werden. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Meine Batterie ist jetzt am Sterben. Ich werde alles unten in der Beschreibung verlinken. Wenn ihr meinem Kanal folgen wollt und ein Video einen Daumen hoch geben wollt, würde ich mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch vielleicht in meinem nächsten Video wieder, wenn ihr halt da seid. Aber eigentlich sehe ich euch nicht, eigentlich seht nur ihr mich. Aber okay, das ist super. Also, tschüssi!